Jo, hallo Leute, hier sind wir wieder, euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zurück zu Hell Yeah! Wir befinden uns immer noch in der wunderschönen, knackigen Disco und da wollte ich, glaube ich, gar nicht hin. Oder? Wo sind wir denn? Wir müssen noch einen Gegner besiegen. Wow. Ist das hier? Nee. Hä? Wo ist... Was? Wo ist meine Waffe hin? Ich habe gar nicht gemerkt, dass meine Waffe weg ist. Und warum haben wir keine Musik? Ja, das ist alles wahrscheinlich... Wow, ein Geschenk. Yay! Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass wir keine Musik haben, weil ich... WTF? Was? Was? Dr. Brem, man nennt mich Dr. Bitch. Ja, genau, der Dr. Bitch, ja. Wir hören, das ist, eigentlich ist es echt ein bisschen scheiße, dass wir jetzt gar keine Musik hören, wenn ich ehrlich bin. Aber die sollte gleich wiederkommen. Das war, glaube ich, oder das hängt damit zusammen, dass ich, was haben wir hier? Du hast einen, einen Hut gefunden. Es könnte damit zusammenhängen, dass ich gerade eben eine Pause gemacht habe, was Essen war, so. Was haben wir jetzt? Ja, jetzt wird er aber zerstört. Und irgendwie, aus irgendeinem Grund, ist es da manchmal komisch bei Hell Yeah, weil er dann irgendwie, aus irgendeinem Grund, die Musik weglässt. Warum, weiß ich auch nicht. Ist aber auf jeden Fall so. Aber jetzt haben wir erstmal den Dr. Bit besiegt. Haben hier keine Party mehr. Und da unten sollte jetzt, glaube ich, die Tür nicht auf. Der da unten, beim Nestor. Da geht die Tür auf. So, aber vorher machen wir jetzt Folgendes. Und zwar machen wir... zurück zum Hauptmenü. Ja. So, hell yeah. So, und jetzt sollten wir nämlich auf Spiel fortsetzen. Wieder unsere gewohnte Musik bekommen. Total wie... Ja. Aber mich wundert das. Wo ist denn bitte schön meine Waffe hin? Warum... Ah, jetzt die auch wieder da. Hm, komisch. Nun gut, Nestor. Ah, ich wusste, auf euch ist Verlass. Ich werde eure Säge noch einmal verbessern. Besser geht es wirklich nicht mehr, okay? Perfektion lässt sich nicht verbessern. Sie sägt jetzt durch alles und verfügt über neue Waffen. Jetzt gehe ich. Alles klar. Wow! Ja, raste aus, Nestor. Was hast du uns denn da für ein Ding gemacht? Oh, wo bin ich? Ich glaube, ich bin im Museum, Leute. Ach so, wir haben jetzt die beste Säge, aber wir können auch nicht weitermachen, oder was? Gut. So, Moment mal, was haben wir denn hier? Ah, Shop. Ja, dann gib mal her. Holy Water Thrower kann ich mitnehmen. Nehmen wir mit. Hätte ich gern. So. Und komm, wir laden die auch mal nach. So, Rechnung bitte. Dankeschön, Total. So, mehr scheint hier nicht zu geben. Und da gibt es ein bisschen was an Juwelen. Aber weißt du was? Ich glaube, das ist wesentlich sinnvoller, das so zu machen. So, einmal und... Bam. So, einmal die nette Aphrodite, bitte. Dankeschön, Aphrodite. Obwohl, ich glaube, wir haben noch nicht die verbesserte, oder? Haben wir die verbesserte jetzt? Was? Mist, so komme ich noch nicht durch. Setzen wir mal die neuen, was, Lavasäge ein. Da gibt es doch bestimmt verbotene Orte am Vulkan. Okay, er hat also gemerkt, hier ist noch kein Kraut gewachsen anscheinend. Hier haben wir den Teleporter. Das ist sehr gut. Und ja, hier kommen wir noch nicht durch. Das heißt... Ah, eine chillige Musik. Vulkan. Ist das... Vulcano. Ja, dann lass uns doch zum Vulkan einmal gehen. Total wenig hilfreicher. Ich sollte auch bald mal wieder zur Insel gehen. Ich glaube nach... Ah, die Lavasäge. Sauber. Ich glaube, wir werden nachdem wir die Sache gemacht haben hier mit dem Vulkan und dann diese 89 Monster haben, werden wir, glaube ich, mal wieder die Insel besuchen. So, und ich glaube, dann sind wir bald auch schon durch mit dem Spiel, weil so, wie ich mir sagen habe lassen, gibt es ja nur 100 Monster, die wir befreien müssen.
Na, das heißt befreien, die wir killen müssen, damit wir am Ende dann gut dastehen, sozusagen. Sag ich mal. So, und da sehe ich auch schon die ersten Monster auf dem Radar. So, hätte aber gerne mein Revolver, denn den, ich finde den irgendwie, hatte Revolver am meisten Style. Was ist eure Lieblingsknarre hier in Hell Yeah, wenn ihr überhaupt eine habt, wenn ihr es überhaupt gespielt habt? Ich habe ja gar keine Ahnung. Wie viele von euch haben das Spiel eigentlich? Aua. Ja, sehr gut, TT. Grandios, Kevin. So macht man das. Da hast du uns mal wieder allen bewiesen, wie mutig du doch bist. Und welch großartige Taten du tun kannst. Und wie großartig schlecht du verkacken kannst. So. Ah, genau. Die machen mich One-Hit oder was? Ja, ja, Da hat man sich wohl auch gedacht, wir One-Hitten den TT mal. So. Okay. Wo ist meine neue? Boah, Alter. Die geht aber auch ab. Die Holy Water ist doch... Ja, Holy Water ist heiliges Wasser. Jetzt verstehe ich das auch mal. Und das scheint on... Oh. Oh, du kleiner Gangstervogel. Das ist der Crowbro. Nicht Umbro, Crowbro. Mann, wie ich ein gutes Curry liebe. Das von dieser Woche hat ganz besonders reingehauen. Was ist denn so lustig? Ich weiß nicht, was so lustig ist, aber du bist es auf jeden Fall nicht. So, au, au, au. Fu, 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 fu. So, mein lieber Freund. Aua. Das war asozial. Das fand ich jetzt schon... Naja gut, okay. Magic Trick, wir müssen die Sterne fangen. Das fand ich jetzt aber, um ehrlich zu sein, recht einfach. Also, den Gegner da jetzt zu besiegen. Der war auch nicht schwer. Also, so schwer sind die Gegner wirklich in dem... Oh, wieder Yoshi Island hier. So schwer sind die Gegner wirklich nicht in dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumindest, wenn man es einmal so ein bisschen raus hat. Natürlich haben die auch ihre Rätsel, wie bei dem einen oder anderen Gegner, wo man dann, das Sichtfeld einfach verkleinern muss. Aber hier jetzt zum Beispiel auch der Holy... So, ist ja auch nicht schwer gewesen jetzt, oder? Also ich finde das jetzt... Oh, Matrix. Und jetzt freut er sich gleich, dass er ein ausgewichen ist. Passt auf. Ja, lach mal weiter. Ja. Wer zuletzt lacht, lacht am besten, Kollege. So, dann wollen wir noch mal gucken hier. What the hell? Ich habe irgendwie das Gefühl... Hä, was ist denn da oben? Aha. Alles klar. So, geh mal weg. Ja! Renn mal schneller, Alter! Was geht mit dem? Habt ihr das gesehen? Ich bin gerade da irgendwie so ein bisschen dabei, was mal vorzubereiten. Und er klatscht mich direkt aus dem Leben. Bah.
Ja, das ist halt schon ätzend hier, ne? Weil es halt lange dauert. Aber okay, so. Den mal kurz wegmachen. Komm, geh da weg! Bam! 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 Ja, genau. Ja! Na, kiss my ass, Alter! Hm? Der Amor wird dich holen, du Eskimo Reinhold Messner Freste mit Eidelschgedande! So, einmal an die Wand genagelt und dann kommt die Pfeilarmee, die nagelt ihn dann kaputt. Vielen Dank fürs Nageln. So, wunderbar, ey, ich will die Gebietskarte. Give me the Begietskarte. The Begiets. Kennt ihr die Begietskarte? So, wow. Ihr mit eurem Holy Water, das kann ich auch. So, da soll ich weitergehen, sagt er. Wirklich? 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 Oh mein Gott. So. Das mache ich nicht nochmal falsch. Fertig! So, und jetzt kloppe ich dich kaputt. Nach alter Commander-Krieger-Mania. Du Eskimo. Bang. Und bang, 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 bang. So, und jetzt geh kaputt. Oh. Oh, du kleine Süße, ich hab dich kaputt gemacht. Es tut mir so leid. Oh ja, es tut mir so leid. So, okay. Ja. Guck mal da. So ein Gebirgskeulen-Mensch. So, was haben wir da? Ich muss mal nach unten, glaube ich. Ich muss sagen, der Revolver ist meine Lieblingsschusswaffe. Ja, natürlich. TT im Glück könnte man das auch nennen. Ich lande natürlich wieder genau da, wo ich nicht landen soll. Und ich bin ganz was, ganz oben. Boah, warum fängt man denn ganz oben wieder an? Wie lame ist das denn? Ja, komm. Geh einfach weg. So. Wuhu. Oh, was ist das denn für einer? Sind fiese Wissenschaftler nicht das Letzte? The Batcat. Der Verarsche von Batman. The Batcat. Ja, genau. Da verliert man einmal beim Poker und man ist ein Fledermaus mit Katzenkopf. Der Batcat, Alter. WTL. Revolverteil. Ja, natürlich. Boah, und jetzt kann ich wieder... Bah, Alter, bah, das ist so ekelhaft einfach. Jetzt kann ich hier wieder die ganze Zeit rumlaufen. Sushi fressen. Ja, ja, Batcat, ich weiß um deinen Zustand. Oh. So, komm schon. Komm schon. Yeah. Und tschüss. Oh, das tut mir leid. Jetzt wird meine Bienenarmee dich auch wieder zerstören. Ich habe die Maske an, mit der mich keiner zerstören kann. Boah, was für geile Effekte das sind. Das sieht mega geil aus. Und da ist er wieder, unser grüner Klopsmeister. So, sehr schön. Und was geht auf? Eine Tür. Okay. Sehr interessant. Ja. Da komme ich auch von oben, glaube ich, hin. So, bom, bom. Ich möchte aber wieder Holy Water haben. Was ist das denn? Wow! Alter, geh mal ab! Wie geil ist das Ding denn? Neue Lieblingswaffe FTW! Oh yeah, Mann, Alter.
Ich habe das von DJ Bits, weißt du? DJ 8 Bit. Oh, nice. Ja, Leute, tut mir leid. Da muss ich jetzt noch mal kurz ein bisschen hier lang. So. So. Und hier ging es nämlich lang. In Zone 7 gibt's was Neues. Aufregung, Abenteuer, vielleicht Bilder, los! Alles klar, aber bevor wir in Zone 7 gucken werden, was für neue Dinge dort sind, verabschiede ich mich. Wir haben schon wieder 15 Minuten rum. Es geht irgendwie super schnell. Ich krieg's auch gar nicht so wirklich mit. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es wieder heißt, Hell yeah, mit dem dicken Kanickel. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Table-Tennis-Gamer. Ciao!